Also ich bin der Rinaldo, aber wir sind Waimanu. Und die Idee ist, dass wir Befragungen zum Erlebnis werden. Das muss man sich so vorstellen, dass zum Beispiel, wir haben ja hier zwei Demos da. Jetzt im Hintergrund sieht man genau das, was am wenigsten interessant ist, statistische Auswertung. Aber man muss sich so vorstellen, Umfrage in einem virtuellen Raum, das kann ein 360 Grad Video sein, wie in der einen Demo, die wir hier haben, wo man einen Windpark sieht, also jetzt in dieser Demo, wo man eine Frage aufklopft, wo man kann interaktiv auswählen, raten, ohne echt Hände zu brauchen und erlebt eben dazu noch etwas anderes. Beispiel ist, dass die andere zweite Demo da ist mit AR, wo man eigentlich ein Objekt mit einem Marker vorholen kann und dann das auch wieder beurteilen, beispielsweise vorher das Thema war Joghurt. Joghurtbecherli, ob ihm das gefällt, ob das Design gut ist und so weiter. Ja, das ist verrückt. Also, wir als Arbeitspsychologen haben x Umfragen dürfen müssen, wollen machen. Und haben dann auch nicht so können verstehen, dass viele Leute einfach Umfragen nicht so gerne machen. Und haben uns dann gefragt, ja, was könnte man jetzt da machen, dass man das Kreuzchen könnte entstauben. Und so ist es entstanden. Also die Vision war immer, man tut Szenario basiert. Irgendetwas, eben ein Windpark, sei es jetzt eine neue Räumlichkeit, zum Beispiel einen neuen Bahnhof. Man geht dann im virtuellen Modell an, schaut den an und tut dann eher sagen, hier finde ich schön, da nicht. Oder jetzt so richtig Auto, VW zum Beispiel, hat man gerade von lesen, die tun den neuen Golf komplett virtuell gestalten und auch mit denen, die Sattler machen, Leder drüber ziehen und so weiter. Also das Potenzial ist immens und wir haben gefunden, da wollen wir mitmachen. Im Moment sieht es wirklich so aus, dass wir das genau für die Gründung investieren werden. Also genau einsetzen für den Gründungsprozess, der ja halt auch ein gewisses Batzel fordert. Mein Name ist Serkan vom Startup teatime.care und unser Startup entwickelt eine Applikation zur Stärkung der mentalen Gesundheit von Lehrpersonen. Die Idee ist im Jahr 2014 entstanden, als ich einen SNF-Bericht gelesen habe mit der Notsituation der Lehrpersonen. Das heisst, 34% der Lehrpersonen in der Schweiz sind akut Burnout gefördert. Und da habe ich gedacht, ich als Psychologe muss da doch etwas machen. Ja, wir haben unser Design-Prototyp haben wir schon entwickelt und getestet. Und jetzt sind wir gerade dran, unseren funktionalen Prototyp zu testen. Und die ersten Rückmeldungen sind wirklich hervorragend. Also die Lehrpersonen, die es getestet haben, die haben gesagt, sie können sich sehr gut vorstellen, das regelmäßig zu nutzen und für sich auch einen Mehrwert daraus zu gewinnen. Ja, also in Zukunft, im Sommer nächstes Jahr, werden wir die Applikation, also die App, fertig haben und das auch vermarkten. Und der nächste Schritt wird natürlich Expansion sein auf den deutschen Markt und österreichischen Markt und nachher auch in anderen Sprachregionen und so weiter. Also T3 Tech, das ist ein Startup, wo die Idee ist eigentlich letztes Jahr im November entstanden. Und zwar hat mein Kollege, wir haben in einem Projekt zusammen gearbeitet, er hat einen Auftrag gekriegt aus Kanada, eine Backup-Lösung zu implementieren. Und er hat das gemacht und hat mir davon erzählt, ich habe gesagt, hey, es ist eigentlich mega schade, dass du das so als einzelne Lösung machen kannst. Die Idee wäre ja eigentlich, wenn man so eine Lösung macht, dann muss man es leveragen, das heisst, man wird zusätzliche Kunden finden. Und ja, da sind wir jetzt dran. Wir haben eine ganz einfache Lösung, die aber extrem sicher ist und extrem schnell. Es ist ein kleines B2B-Business. Also wir wollen nicht den Endkunden, der daheim einen Rechner hat, wo er das Backup macht, damit bedienen, sondern wir wollen wirklich Firmen damit ansprechen. Und es ist ein guter Punkt, also da sind wir jetzt auch hier. Und wir hoffen, dass es genau solche Events aus einer Kooperation kann entstehen. Also die Zukunft ist ganz klar, wir möchten einerseits von dem leben und wir möchten mit Kooperationen mit sogenannten Software-Resellern die Software zum Kunden, also zu Firmen, staatliche Organisationen zu bringen. Also wir sind dort in Zusammenarbeit mit gewissen Sales-Personen.